Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Zuallererst natürlich danke an jeden, der gestern mit dem Livestream dabei war. War ein interessanter Stream, wir haben ganz viel gemacht, wir haben ganz viel gezogen, wir haben geiles Zeug gezogen. Video dazu seht ihr aber erst morgen, weil heute haben wir nämlich noch ein anderes Thema, was ganz frisch neu rausgekommen. Ihr wisst ja sowieso alle schon, was es ist, ihr seht es ja auch im Titel. Aber deswegen, morgen gibt es die Highlights davon, von dem Stream von gestern. Waren richtig geile Highlights. Wer nicht warten kann, kann auch gerne schon mal nachschauen, was los war. Aber ich sage da jetzt dazu erstmal noch nichts. Nächster Stream, Leute, auch letzter Stream vor meinem Urlaub, wird am Donnerstag sein. Donnerstag, Leute, seid dabei, 16 Uhr. 16 Uhr am Donnerstag bin ich nochmal live. Danach bin ich erstmal 3 Wochen wahrscheinlich nicht live, weil ich dann im Urlaub bin. Es wird Videos geben, aber keine Livestreams. Das ist so der Plan. Sage ich jetzt auch nochmal in den kommenden Videos nochmal ein bisschen mehr dazu. Ich bin schon ein bisschen am Videos vorproduzieren, werde aber auch vor Ort Videos machen. Ich werde vielleicht jetzt nicht so 24/7 FIFA Mobile spielen, aber ich werde auf jeden Fall auch FIFA Mobile nicht vernachlässigen. Klare Sache, Leute, ich werde auch spielen. Alles gut, Leute, braucht euch keine Sorgen machen. Wir gehen jetzt erstmal rein zu Division Rivals. Denn Division Rivals, Leute, ihr wisst Bescheid, es ist soweit. Es ist der Manager-Modus da. Ja, Leute, der Manager-Modus, der lang angekündigte Manager-Modus ist da. Sehr interessant, Leute. Sehr, sehr interessant. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Ich habe ja schon mal in den ganzen Ankündigungsvideos zum Manager-Modus was gesagt. Und wir schauen uns heute das Ganze mal genau an, wie das alles so funktioniert, was man da so Schönes machen kann. Ich bin jetzt seit 646. in der Weltrangliste. Ist schon mal ganz geil eigentlich. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen mit Autoplay. Ist alles möglich, Leute. Und ja, also ihr seht jetzt schon, ich werde auf alles eingehen. Und ich hoffe mal, ich werde auch alle eure Fragen beantworten können, wenn sie denn da sind in den Kommentaren. Schreibt gerne, stellt gerne irgendwelche Fragen dazu, wenn ihr Bock habt. So, also, wir haben hier, genau, Division Rivals. Ich bin gerade Amateur 2, ich habe schon ein bisschen gespielt. Ja, man kann hier auf jeden Fall erstmal seine Taktiken einstellen. Und ganz zuallererst kann man ja einfach sagen, ja, das ist ein CPU-Spiel. Man stellt vorher ein, wie das die Taktik. Und dann muss man eben hoffen, dass der CPU das Ganze gut umgesetzt bekommt. Also, ich habe hier so schöne Dinge eingestellt für Angriff, Kontrolle, Konter, Defensiv und Eigen. Das sind meine Einstellungen hier. Könnt ihr euch mal anschauen, so habe ich das eingestellt und so bin ich auch eigentlich ziemlich zufrieden. Dass hier auch immer, na, bei Konter kann man eigentlich ein bisschen weniger, Konter kann man auch eigentlich auf Angriff gehen, so. Ich werde hier noch ein bisschen was umstellen, aber ich merke, weil so meine perfekte Taktik werde ich mir noch richtig schön bauen, aber ich bin eigentlich zurzeit schon ziemlich, ziemlich zufrieden. Wenn man von hinten kommt, dann sollte man auch eher kurze, lange Pässe, aber man kann das auch ein bisschen schneller machen. Sowas zum Beispiel. Sowas kann man hier auch einstellen. Man kann auch einstellen, wie ist die Positionierung, sind die Leute organisiert oder sind sie frei umher. Also sowas wie zum Beispiel Raumdeckung oder Manndeckung bedeutet das eben. Und genau, das hier generell so der Spielaufbau, wie funktioniert er so, mit welcher Geschwindigkeit, wie hoch ist die Passdistanz, das habe ich mir jetzt so eingestellt. Ja, das ist auch eigentlich klar, würde ich sagen, dass jetzt hier, wie ich es so gemacht habe, ist so erstmal das, was ich so, worauf ich so Bock hatte. Passtendenz kann man ein bisschen zurücksetzen, Flankentendenz auch, vielleicht Schusstendenz auch ein bisschen. Es soll ja nicht zu heftig geschossen werden. Und ja, das sind so meine Einstellungen. Damit bin ich jetzt auch eigentlich ganz schön zufrieden. Und so kann man das eben alles einstellen hier, wie dann eben gespielt wird. Also finde ich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und das Geilste an diesem Modus ist, man muss tatsächlich, Leute, man muss tatsächlich nicht immer zuschauen. Denn man kann das einfach automatisch machen hier. Ich habe jetzt eingestellt, bei Erreichen einer Division dann FIFA Champion und dann läuft das von alleine durch. Die Spiele laufen von alleine durch, Leute. Wenn man sowas eingestellt hat bei automatischem Spielen, die Spiele von alleine werden die Belohnungen geholt und von alleine wird ein neues Spiel gestartet. Das kannst du eigentlich hier über Nacht laufen lassen und am Ende kannst du vielleicht am Morgen dann rausschauen und du bist vielleicht, keine Ahnung, in Weltklasse oder so gelandet, wenn du eine gute Taktik hast oder so. Also das heißt, man muss nicht immer selber hin und her drauf rumdrücken, sondern wenn man einmal was eingestellt hat, worauf man Bock hat, wo man denkt, jo, das kann eigentlich ganz geil sein, kann man einfach laufen lassen, Leute. Kann man einfach laufen lassen. Wir gehen einfach mal in ein Spiel rein und ich zeige es euch nochmal ein bisschen genauer, wie das jetzt so funktioniert. Okay. Also, wir gehen rein ins Spiel und
Genau, mein Gegner hat 24.605 Bewertungen. Ich habe gerade 25.900. Ihr seht das Ganze ja. Und jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Also mein Gegner scheint ein bisschen schwächer zu sein, aber mit der richtigen Taktik ist eigentlich hier auch, wie in 1 gegen 1, wie man das auch schon so kennt, ist da auch gefühlt alles möglich, ne? Genau, also das ist das Team von meinem Gegner. Das sollte eigentlich machbar sein. Er hat 92 Chemie. Ich glaube, Chemie kommt hier eigentlich nicht so mit drauf an. So, alles geht von alleine. Ihr seht schon, alles wird von alleine gepasst und so, wie man es eben vorher eingestellt hat. Man kann auch während des Spiels hier noch etwas einstellen. Das ist auf jeden Fall möglich. Hier, zack, könnt ihr alles Mögliche einstellen. Währenddessen und Spielstatistiken gibt es zum Beispiel auch noch, also wie es bisher aussieht, wie viele Torschüsse, wie viel Ballbesitz, das wird alles während des Spiels aktualisiert, genau, also kann man sich hier alles abrufen und gucken, wie es so läuft. Dann kann man nämlich auch noch schauen, während des Spiels, Leute, kann man auch noch den automatischen Modus einstellen, wenn man darauf Bock hat, das während des Spiels zu machen, das würde ich aber eher vorher machen. Und man kann eben auch schauen, ich habe jetzt keine Wechselspieler, aber man kann auch gucken, wie die gerade so bewertet sind, die Spieler. Also, wie gut sie zum Beispiel gerade sind. So 6,0 ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste, 6 ist nicht das Schlechteste, sondern 6,0 ist eigentlich ziemlich gut. Und alles darunter sind die jetzt eher noch nicht so gut. Also haben jetzt nicht so geile Situationen bisher gehabt. So sieht's aus. Und dann kann man dann eben schauen, wenn man Auswechselspieler hat, wen man da eben auswechseln möchte. Genau. So sieht es erstmal so aus. Und hier muss man leider auch schauen. Na gut, jetzt kriege ich ein Gegentor. Perfekt. Jetzt kriege ich gerade ein Gegentor. Und ich. Das ist natürlich nicht gut. Ja, aber das ist. Aber da kann man eben dann auch nichts machen, außer eben oben irgendwas einstellen. Ne? Das finde ich ja immer ein bisschen schwierig. Denn wenn man so sieht, oh nein, ich habe ein Gegentor bekommen und dann möchte man eigentlich direkt was machen. Aber das Einzige, was man kann, ist die Taktik umstellen und nicht irgendwie selbst etwas machen. Und dann gibt es eben noch oben links immer solche schönen Dinge, wo ich mir immer so dachte, ach komm, ich lieg 0-1 zurück und dann steht da sowas, dein Rivale ist schwächer. Also ganz ehrlich, weiß ich jetzt nicht. Egal. Anderes Thema, wir nehmen nochmal die Ecke mit. Und dann würde ich jetzt sonst alleine hier rumlaufen. Ach, schade. Gehalten. Dann würde ich das hier jetzt allein zu Ende laufen lassen. Und wir schauen uns gleich nochmal was etwas anderes an. Oder nehmen wir den Angriff noch mit? Oh, und schieß. Jawohl, wir nehmen den Angriff noch mit. Storchkopf, wichtig und richtig, Leute. Wir sehen uns, wenn das Endergebnis da ist. Alright, Leute, da ist das 2-2. Naja, hätte eigentlich besser sein können. Ich habe nämlich sogar geführt bis zur 72, ab der 72. bis zur 82. Dann gab schon das Gegentor. Aber okay, ja, hier kann man nämlich auch mal in den Spielstatistiken dann immer nachschauen, wie alles so lief und wie alles so ganz aussah. Ja, ihr seht, bisschen wenig Ballbesitz, bisschen wenig Passgenauigkeit. Da muss ich noch mal ein bisschen an meiner Taktik feilen. Aber sollte eigentlich auf jeden Fall machbar sein, das denke ich mal. Genau, 75 Münzen leider nur, aber trotzdem eine bisschen bessere Bewertung bekommen. 672. hier in der Welt zurzeit ist möglich, da auf jeden Fall ein bisschen höher zu kommen. Klare Sache mit dem automatischen Modus. Ich kann ihn euch noch mal kurz zeigen, bevor wir hier noch mal kurz zu was anderem gehen. Ich habe jetzt 6 Punkte insgesamt auch. Und zwar automatischer Modus kann man hier einstellen, genau wo ich hier eingestellt habe, bis zur FIFA Champion, könnt ihr mich gerne durchhasseln. Man kann alle anderen möglichen Dinge auch einbauen hier bei Erreichen bis zu irgendwelchen Punkten und bei Erreichen zu einem Klassenerhaltsboni oder so. Aber ich würde sagen, ganz einfach, wirklich einfach hinlegen und dann über Nacht zack, zack, zack durchspielen lassen. So ein Ding ist das, da kann auf jeden Fall ordentlich was passieren hier. Ja, wenn er sich nicht zwischendurch aufhängt, ich hatte vorhin das Problem, dass er sich vorhin aufgehangen hat zwischendurch, aber ja, das sollte eigentlich trotzdem auch alles ziemlich gut möglich sein. Und hier gibt es eben auch Saisonbelohnungen und alles Mögliche, also wie man das auch von den anderen so kennt, genau, von den anderen ja, Division Rivals Dingen eben. Und es gibt hier auch wieder geile Belohnungen, wie ihr es auch so kennt, so FIFA Champion gibt es auch 3 90 Plus Spieler, also sehr, sehr geil auf jeden Fall. Das ist schon eine ordentlich wilde Sache, Leute. Und wegen der anstehenden Weltmeisterschaft kann man sich nämlich auch hier Wappen einstellen von Nationalmannschaften, wenn man drauf Bock hat. Ja, das sind halt alles die qualifiziert sind für die WM. Und ja, wenn man Bock hat, kann man sich das auf jeden Fall einstellen hier. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Heimgesänge bei Brasilien, was auch immer. Aber halt auch einfach nur bei Brasilien, perfekt. Gibt es einfach nur bei Brasilien. Ja, also ist auf jeden Fall alles möglich hier. Das kam nochmal mit neu dazu. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch auch so ein geiles Wappen einstellen. Und
ja, das wird's gewesen sein, oder? Das wird's gewesen sein. Wir sehen uns am Donnerstag live im Stream. Und morgen auf jeden Fall, ja, gibt es ein wildes zusammenfassendes Video zum Livestream. Und ja, das heißt, Leute, wir sehen uns. Und das heißt, bis zum nächsten Mal und tschüss.